Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Menschen. Die Containerdörfer am Rande der Stadt haben sich schon jetzt als Erfolgsmodell herausgestellt. Wie bereits der Presse zu entnehmen war, sind die südlichen Seen Berlins, unter anderem der Wannsee und der Griebnitzsee, über die Ufer getreten. Und viele der etwas konservativen Mitmenschen in Berlin suchen jetzt eine neue Heimat. Wir werden uns für sie einsetzen. Der Senat wird eine Lösung finden. Deswegen werden wir, nur vorübergehend natürlich, Containerdörfer schaffen. Und die Mitmenschen aus dem Süden werden dort eine neue Heimat finden. Hier in Kreuzberg, unser Mitgefühl ist groß. Der BER? Ja, der BER? Lassen wir das. Ich freue mich auch schon auf die Aufgabe. Wird ganz toll, wie jeder Bürgermeister. Von wie heißt die Stadt? Achso, ja, Berlin, nicht München. Ja, super, München hat mich gereicht. Ja, super, danke. Meine Vorgänger hatten eine ganz, ganz große Vision und ganz tolle Idee für den BER. Es ist mir natürlich eine besonders große Freude und auch Ehre zugleich, heute nach nur 37 Jahren Bauzeit das BER-Kongresszentrum, es war ja immer als Kongresszentrum geplant, zu eröffnen. Es ist ein außerordentlich schönes Kongresszentrum und deswegen überreiche ich Ihnen hier heute den Schlüssel zur feierlichen Eröffnung, damit das Zentrum jetzt auch endlich mal ans Netz gehen kann. Inklusion war ein wichtiges Thema und auch ein Erfolgsthema für diese Stadt im letzten Jahr. Das Modell, alle Menschen mit besonderen Bedarfen, Menschen mit Behinderungen am Rande der Stadt anzusiedeln bzw. in andere Städte outzusourcen, hat sich als Erfolgsmodell herausgestellt, ist ein Erfolgsmodell und führt dazu, dass wir weniger Kosten haben, weniger Kosten für Menschen, die nicht ganz unserer Norm entsprechen. So, Moment. Dem zeige ich, wie das geht. So. Lecker. Noch etwas Gemüse für die nahrhafte Mahlzeit. Lassen Sie also alle links liegen, die Berlin nur schlecht reden wollen. Lassen Sie alle links liegen, die eher an den Problemen und nicht an der Lösung dieser Stadt oder Auflösung dieser Stadt interessiert sind. Haben Sie viel Spaß im Rest des Jahres, im nächsten Jahr. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr.